Eronia. Hey Leute, willkommen zum zweiten Vlog. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Vlog ist, das ist einfach, da macht man die Kamera an und redet einfach sinnlos in die Kamera rein. Filmt sich also sozusagen beim Fahren oder beim Gehen oder beim Stehen oder beim Schlafen. Na, beim Schlafen geht ja schlecht. Jetzt fährt da die Polizei noch. Ja, scheiße, warum habe ich immer so ein Glück? Immer wenn ich mit der Kamera aufnehme, fährt die Polizei mir vorbei. Zufall? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt langsam. Na, langsam geht's auf Ende des Jahres zu. Ist das richtig? Es geht langsam zum Ende zu. Langsam geht das Jahr zu Ende. Zu Ende. So, das Jahr geht langsam zu Ende. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, jetzt kommt wieder die Zeit, wo natürlich viel gefuttert und gefressen wird. Nicht gefressen, gegessen. Feierlichkeiten und. Und dann kommt Neujahr und Silvester, Stallone. Und dann fangen die Leute wieder an, sich Vorsätze zu setzen. Wollen dann ab nächstes Jahr alle weniger essen, nicht mehr rauchen, abnehmen, gesund leben, Sport treiben. Ja, und nach 2 Wochen geht das Leben dann normal wieder weiter. Habt ihr euch schon Vorsätze fürs nächste Jahr gesetzt? Ich nicht. Für mich ist es wie ein Wochenende. Langes. Kalt geworden, ne? Ist richtig kalt geworden draußen. Drinnen auch, wenn man die Heizung nicht anhat. Also dieses Jahr, das ist wirklich verflogen. Es ist schnell rumgegangen. Ich fand, das war das schnellste Jahr, was wir je gehabt haben. Also habe ich so ein Gefühl. Normalerweise haben wir ja 365 Tage im Jahr. Also das kam mir jetzt vor wie 364. Oder 63. Ja, so schnell geht das mit der Zeit, ne? Da sitzt du noch im Sandkasten und isst deinen Sandkuchen und zack, bist du schon im Arbeitsleben drin. So schnell geht das, Leute. Oh, da kommt eine gefährliche Kurve. Ich muss ein bisschen Gas geben, damit ich schnell durch bin. Ist ja eine gefährliche. Am Wochenende soll ja schneien, habe ich gehört. Ich hoffe nicht, aber Winterreifen sind drauf. Ich denke mit. Falls ihr noch keine Winterreifen drauf habt, lasst euch nicht erwischen. Pro Reifen ein Punkt. Aber wenn die nur halb abgefahren sind, also wie meine alten Reifen, die ich hatte, jetzt sieht man mich gar nicht mehr, die waren nur seitlich abgefahren. Da hätte ich wahrscheinlich nur einen halben Punkt gekriegt. Bei 4 Reifen wären das dann 2 Punkte, geht. Wenn die aber ganz abgefahren sind, dann kriegst ihr halt 4 Punkte und das ist schon ein bisschen viel. Also ist das 4-fache vom Doppelten. So. Ne, Leute, ist wirklich wichtig, gute Winterreifen zu haben. Ne? Da darf man auch nicht sparen. Nimmt man auch ruhig irgendwelche Namensreifen. Ich habe zum Beispiel einen Yangkang-Chang. Das sind hochwertige Reifen aus China. General überholt. Natürlich nicht, war nur Spaß. Oder nicht? So, ich bin jetzt gleich an mein Ziel. Deswegen höre ich auf mit dem Vlog. Und ich sag mal, goodbye!